Hallo, liebe Fische, herzlich willkommen zu eurer Monatslegung für April 2024. Schön, dass ihr wieder oder neu dabei seid. Schauen wir hinein in die Energien, in die Botschaften, die es für den April für euch gibt, fürs Kollektiv der Fischer. Es ist eine allgemeine kollektive Legung. Schaut, wie ihr in Resonanz geht, ja. Und es kommt das durch, was durchkommen soll. Manchmal ist es nicht gerade das, was wir hören wollen, aber was weiterhelfen, Antwort geben, konstruktiv sein soll für unseren Weg. Ja. So, schnell noch was getrunken, kann es losgehen. Kraft der Ahnen haben wir hier. Mhm. Oh, das klingt spannend. Und Weg zum Du. Mhm. Ja, hier haben wir sehr das Herz und Kehlchakra angezeigt. Ne? Wir haben hier das Kartendeck heilende Energie der Farben, die heilende Energie der Farben. Und ja, sind wir durch die Chakren, die hier angesprochen sind, sehr auf unsere Themen eben auch hingewiesen. Ne? Hier hängt es sehr mit dem Kehlchakra zusammen, auch mit dem Herzchakra und dem Solarplexuschakra. Hier haben wir noch das Sakralchakra mit angezeigt. Ja. Ja, möglicherweise geht es darum, ne, auf jemanden zuzugehen, jemanden kennenzulernen in der Liebe, im Beruf, in Freundschaften, in der Familie, ja, vielleicht da auch Wege zueinander zu finden, Verständnis füreinander zu entwickeln, in Versöhnung miteinander zu kommen. Vielleicht ist gerade auch in Sachen Beziehung oder ne, wie du mit anderen umgehst oder ne, wie Beziehungen gelingen oder misslingen eben auch oder ne, bestimmte Dinge in Beziehungen vielleicht auch verlaufen, schieflaufen. Sehr angehalten auch nochmal dazu, Ahnenthemen anzuschauen, ne? Deren Kraft durchaus auch in Anspruch zu nehmen, ja, aber ja, auch die Geschichte natürlich mit ihnen anzuschauen, welche Prägungen hast du von daher, was darf vielleicht auch losgelassen werden, ne? Was darf hier als Stärkung nochmal auch verstanden werden, angenommen werden? Ja, darfst du deine Ahnen sicherlich auch um Unterstützung bitten, gerade auch hin für einen Weg auf einen anderen Menschen zu. Ja. Ja, vielleicht um in dir selber auch ein Stück weit mehr Ganzheit auch zu erfahren. Stärkung, Herzenskraft, dass du besser auch in deine eigene Kraft und Mitte kommst. Ne? Darfst du hier Ahnenthemen anschauen, ja, dich einfach auch von daher stärken lassen, Botschaft zukommen lassen. Ja, hier wird dir womöglich wirklich auch Einblick gewährt, vielleicht durch Träume, durch vielleicht auch irgendetwas, was du auffindest, durch Bilder, Visionen. Spannend. Also für dich scheint es ja um Beziehungen zu gehen, auch Beziehungen zu dir selber, Beziehungen zu anderen innerhalb der Familie, vielleicht auch Seelen innerhalb der Seelenfamilie. Vielleicht kommst du von daher auch Botschaften, hast da einen jemanden, der dich sozusagen einen Ahnen, einen Geistführer, der dich wunderbar begleitet, einen Engel. Ja, eher Ahnen, ja, Engel jetzt vielleicht weniger, aber es geht jetzt hier um die Ahnen. Vielleicht ne, hast du auch, kommst sehr in Berührung, ne, auch mit früheren Leben, mit anderen Leben, aus denen du vielleicht auch Botschaft transportierst und ja, jetzt hier ein Verständnis auch dafür gewinnst, ne? Wie dich das einfach auch antreiben und stärken kann. Ne?
Ja, schauen wir hinein. Also es klingt sehr geheimnisvoll, mystisch, spirituell vor allem, ja, aber das hat sich bei sehr vielen jetzt auch gezeigt, dass die Spiritualität, die spirituelle Energie eine wichtige Rolle spielt diesen Monat und hier so auch einiges in Gang oder in Klärung bringen hilft. Und ja, natürlich, du bist dann nicht von ungefähr hier, wenn dich das nicht interessieren würde, wenn du dahingehend keine Offenheit hättest, ja, ja, könntest du das ja hier jetzt gar nicht auch für dich mit annehmen und hinschauen, ne? Also gerade in Kartenlegungen werfen wir ja eben Blick hinein in solche Dimensionen, in solche Reichweiten auch, ne? Mehr oder weniger unterschiedlich intensiv, ne? Aber also es geht hier nicht einfach immer nur um Liebe und das, was wir hören wollen, dafür sind Kartenlegungen nicht da, sondern sie geben Einblick in das, was ist, in die Zusammenhänge, was hilfreich ist, vielleicht zu tun, zu lassen, ja, etwas Inspirierendes soll hier einfach rüberkommen und es ist wichtig, bei sich selbst da anzufangen, ne? Dann von da aus lösen sich viele Knoten auch in anderen Themenbereichen, ja. Nein, halt, entschuldigt, wir wollen erstmal die Lernaufgabe anschauen, an der Unterseite des Kartendecks. Ja, guck mal hier, die Routen. Da geht es um Selbstmeisterung, Selbstklärung, etwas bereinigen, ja, vielleicht auch, womit du selber immer wieder sehr haderst, in dir Unruhe und Widerstreit und Selbstkritik empfindest. Ja, wo kommt das her? Ne? Hier darfst du tatsächlich auch in dir vielleicht aufräumen, vielleicht aber eben auch im Äußeren etwas bereinigen, Reinigungsrituale auch nutzen, ja, bist dazu aufgefordert, für dich selber etwas neu anzugehen. Wir haben hier den Bube Kreuz mit abgebildet, also den Bube der Stäbe, und hier die Elf zeigt Thema Selbstmeisterung an, ne? Ja, geht es vielleicht gerade für dich sehr darum, den eigenen Weg zu klären, irgendwie auch neu zu starten, ne, mit dem eigenen Potenzial, der eigenen Lebensenergie voranzugehen, da auch offen und neugierig zu sein für, ja, für Neues oder ja, für Inspirationen, für Energie. Natürlich achte einfach da auch immer drauf, ne, welche Energie du einlässt und welche du mit dir rumträgst. Vielleicht darf an dieser und jener Stelle auch tatsächlich reine gemacht werden, auch im Äußeren dann, ja, aber innerlich vielleicht auch. Ja, und ja, geht es um Klärung eines neuen Kapitels miteinander, wie ja miteinander weitergegangen wird oder du für dich selber weitergehst, ne, auf deinem Weg. Ja, kann sein, dass du eben jemanden kennenlernst, ne? Und ja, hier auch gleich ne, der Bube, der Stäbe ist so leichte flirtische Energie, aber ja, wirklich auch frisch und freundlich und bei der Sache, aber darf auf Beständigkeit hier auch geprüft werden, ne? Naja, hier kommt ein Ende hinein, Ende vielleicht auch für dein Single-Sein. Hier haben wir die 9 der Münzen mit angezeigt, ne, die ja für Single-Sein stehen. Aber kommt etwas in Transformation, sodass du ganz auch in deine Kraft und Stärke kommst. Ne? Da lässt du all das hinter dir, etwas, was nicht wohltut. Ja, vielleicht auch so ein bisschen in Ruhezeit, Urlaubszeit. So, ne, es geht gerade vielleicht nicht so viel voran, aber ne, hier geht schon sehr viel voran, ne? Weil Transformation ist ein ganz großer, starker Prozess, vor allem in dir selber. Ne? Und wir sehen es hier, hier kommt wirklich zum einen ein leidvoller Zyklus zu Ende, ne? Etwas, wo es vielleicht auch immer wieder Streitereien gab oder wo du dir selber Gewissensbisse gemacht hast.
Ja, wo du vielleicht auch eine Thematik, an der du sehr geackert vorbereitet hast. Na, auch so kann es, so etwas kann es neutral gesehen bedeuten. Ne, jetzt sind die Vorbereitungen abgeschlossen, kannst ins nächste Kapitel übergehen. Ja, vielleicht in einen neuen Job hinein. Na, die Münzen zeigen ja den beruflichen Bereich an, vielleicht auch den finanziellen, kommen hier Geldsorgen zu Ende. Ja, kommst du mit deinem Selbstbewusstsein hier ja ganz in Kraft und Stärke, entwickelt sich alles dahin. Ja, kommst du auch mit deinem Single-Sein vielleicht gerade ja sehr in Zufriedenheit. Ne? Erkennst es nicht mehr oder siehst, nimmst es nicht mehr als Belastung wahr. Ja, und hier wird jetzt auch noch das Kreuz angezeigt. Ne? Kann auch sein, dass die Münzen betreffen natürlich auch den gesundheitlichen Bereich durchaus mit. Ne? Oder ja, eben so die Ressourcen, das Greifbare. Vielleicht kommen tatsächlich Rückenschmerzen zu Ende, denn auch das Kreuz deutet hier auf den Rücken hin. Ja, da achte natürlich oder achtest du dann auch gerade sehr gut auf deine Gesundheit, auf deine eigene Stabilisierung. Ne? Ja, vielleicht auch indem du bestimmte Dinge angehst, klärst, erledigst, ne? Die ja einfach auch psychosomatisch, vom psychosomatischen her gesehen, wirklich schwer auf deinen Rücken gelastet sind, ja. Indem du die erledigst, beiseite schaffst, sozusagen selber mitwirkst an der Beendigung bestimmter oder Erledigung bestimmter Dinge, ne, wird es dir natürlich einfach auch wohlergehen, kommst du ja hier auch, bist du bereit, schaffst du die Bereitschaft einfach auch für ein neues Kapitel, ne, bringst etwas erfolgreich zu Ende, ja. Ja, mit die 6 der Stäbe mit angezeigt. Hier kommt etwas erfolgreich zu Ende. Ein Kapitel kommt zu Ende und ja, eröffnet das natürlich, es eröffnet den Blick für ein neues Kapitel und eine ja, neue Möglichkeiten, Glücklichkeit, Stabilität, Zufriedenheit. Ne? Ja, du betrittst hier dahinter. Das ist eine wunderbare Darstellung. Ne? Einen neuen Raum, ne? Helligkeit, neue Möglichkeiten, Glücklichkeit, ne? Ja, Erfolg. Das Gericht, ja, die Erlösung, die Befreiung von etwas Altem, etwas Belastenden. Ja, hier kommt neue Lebendigkeit hinein, vielleicht durch eine zweite Chance in etwas, in der Liebe, im Beruf, vielleicht aber auch einer berufungsmäßigen Entwicklung. Ja, vielleicht erfasst du jetzt hier auch endlich sehr konkret und bewusst, was deine Berufung ist, dein Schicksal, ja. Ja, auch indem du, ne, wie gesagt, Selbstzweifel hinter dir lässt. Ja, hier kommt Erleichterung hinein, ne? Erwachen, Stärkung. Ja, vielleicht gibt es hier gerade auch in Beziehungen, Liebesbeziehungen, in beruflichen Beziehungen, die eine zweite Chance, ne, eine neue Arbeitsstelle. Darfst du dahingehend ein neues Kapitel aufschlagen, wirst aber eben auch erlöst wirklich von einem alten Kapitel, ne, was nicht wohltut. Mag es das Single-Sein sein oder eine Arbeitsstelle, die nicht wohltut, ja. Ein Berufsverhältnis, ja, aber vielleicht eben auch zum Beispiel finanzielle Angelegenheiten, gesundheitliche Probleme. Oh, guck mal, und da kommt die Sonne hinein. Ja, hier an der Stelle, ne? Ja, die Kraft der Ahnen, ja, wirst du hier vielleicht auch unbewusstermaßen
sehr unterstützt durch deine Ahnen, hier in ein neues Kapitel hineinzugehen, wirklich auch neue Schritte zu wagen, im Vertrauen zu gehen, im Glauben, ja, etwas angehen. Ja, darfst du vielleicht eben tatsächlich auch mal schauen, was hat denn deine Großmutter, dein Großvater, wer auch immer, ja, eigentlich immer so besonders gut gemacht, ne? Was war denn deren Stärke? Oder ja, vielleicht auch Schwäche. Na, aber es hat ja dann immer beide Seiten, ne? Wird ja hier vieles einfach auch klar, vielleicht an Zusammenhängen, wie es weitergehen kann. Hier haben wir das Ass der Münzen mit dabei, die ganz konkrete Chance für einen Neustart, die darf genutzt werden. Ja, wieder, das ist so finanziell oder gesundheitlich hier in glückliche, bessere Zeiten hineinkommst. Das ja ein wunderbares Angebot, ne? Ein neuer Job hineinkommt. Hier haben wir dann tatsächlich die Neubeginn-Energie halt mit, ne? Aber ja, auch die Geduldsanzeige ist interessant. Das kam bei ganz vielen, bestimmt 5, 6 Sternzeichen, durchaus auch an dieser Stelle hier. Also gegen Ende des Monats scheint hier nochmal so eine stagnative Phase zu sein, ja, wo geduldig abgewartet werden muss, ne, dass etwas sich entwickelt, heranreift, ne, dann wirklich auch, ja, du selber vielleicht auch in Kräfte kommst oder mit deinen Fähigkeiten, Gaben, so dich weiterentwickelst, dass ja, dass der nächste Schritt möglich ist, ne? Ja, ist hier vielleicht auch Ausruhen dran, vielleicht eine, ja, Urlaubszeit oder was auch immer. Ja. Aber ja, genieße es dann einfach auch, ne? Dass sich die Kräfte hier wieder auftanken, entwickeln, die neuen Chancen, Möglichkeiten. Ja, hier wirst du einfach auch wirklich wieder aufgerichtet, körperlich auch, ne? Bekommt ihr vielleicht im Miteinander nochmal eine zweite Chance? Gibt es hier vielleicht auch Versöhnung, ne? Und ja, muss nun einfach auch geschaut werden, ne? Wie sich das neue Kapitel im Miteinander entwickelt. Hadere da auch nicht zu sehr, ne? Sondern bleib geduldig halt, ne? Ja, komm in Leichtigkeit. Zwei der Münzen. Komm in Leichtigkeit. Schau dir die Optionen an, die Entwicklungsmöglichkeiten. Ja, komm auch in Entschluss. Ne? Hier haben wir eine Münze beim Ass der Münzen. Hier sind zwei der Münzen. Vielleicht darfst du einfach hier wirklich mal an bestimmten Stellen auch aussortieren, ne? Dich ganz klar und deutlich für eine Möglichkeit eben entscheiden, weil ja dich das dann einfach auch in Kraft und Stärke bringt und nicht ja hin und her jonglieren mit, was weiß ich, verschiedenen Arbeitsangeboten, Liebesangeboten, ja, Unentschlossenheit in der Entwicklung für dich selbst im Miteinander, ne? Aber ja, geh etwas vielleicht einfach auch leicht und spielerisch an, ne? Nicht zu, ja, nicht zu fixiert auf bestimmte Erfolge, Entwicklungen, ne? Sondern lass es einfach auch wirklich heranreifen, ne? Ja. Du hast große Fähigkeiten, ja, gerade wenn dir das Jonglieren möglich ist. Dann hast du große Fähigkeiten, vieles zu schaffen, aber na, das ist auch so ein Zustand, den man nicht lange durchhält. Ne? Von daher, ne, ist es egal, ob es jetzt in der Beziehung sei oder für dich persönlich, im Beruflichen vielleicht auch, ne, werde hier konkreter, wäge ab. Ne? Ja, schauen wir hinein. Was ist die Liebesbotschaft? Es kann auch eine Botschaft nur für dich selber sein. Lausche in dich hinein, finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. Ja. Wohin tendierst du einfach auch, ne?
Was favorisierst du? Was möchtest du? Was wünschst du dir für dich persönlich in deiner eigenen Entwicklung? Ja, kläre es einfach auch mit, ne? Dann kommt hier ja einfach auch klare, deutliche Entwicklung hinein. Ja, aber sicherlich auch im Miteinander, ne? In der Beziehung, Liebesbeziehung. Gerade wenn du auch zwischen ja, zwei Menschen da abwägen musst, möchtest, du musst nicht. ja. Danke allen Ex-Partnern. Oh, das ist jetzt interessant. Die hatten wir noch nie mit dabei. Danke allen Ex-Partnern und würdige sie. Du hast noch nie einen falschen Partner gehabt. Jeder war wichtig und richtig. Jeder war ein Spiegel deiner Beziehung zu dir selbst. Würdige ihren Beitrag zu deinem Wachstum und ehre sie. Du hast sie gebraucht. Kraft der Ahnen. Wenn du sie nicht ehrst, nimmst du dir selbst die Ehre. Danke ihnen innerlich für alle Erfahrungen mit ihnen. Oh, das ist eine sehr spannende, herausfordernde Energie. Und ich sehe hier gerade auch noch an der Unterseite. Ja, lobe dich selbst. Ne? Hier Selbstkritik. Lobe dich selbst jeden Tag, schenk dir Lob. Du bist ein mutiges Wesen. Du folgst deiner Sehnsucht. Eigenlob stinkt nicht. Es duftet nach Liebe, nach Schönheit und nach Klugheit. Selbstlob ist Selbstliebe. Ja, würdige dich selber auch nicht herab. Ne? Aber Thema Ex-Partner. Ja, eröffnet das die Wege einfach auch zum Du. Ne? Zu einem neuen Du. Ja, kommst du ja vielleicht hier dann endlich damit auch voran, ne? Transformiert sich etwas für dich, ne? Auch ein leidvoller Zyklus, vielleicht tatsächlich im Single-Sein. Oder das kann natürlich auch auf die Ex-Partner in den beruflichen Bereich bezogen sein, ja. Na, vielleicht eben darf hier genauso einmal angeschaut werden. Was gewesen ist, ja, was einfach auch dankenswert gelernt werden durfte, musste sicherlich auch, aber auch durfte. Und ja, vielleicht kommst du gar hier ne, als Konsequenz aus den gewesenen Arbeitsverhältnissen zum Beispiel, ja. Auch dazu, ne, hier mit deiner Berufung ganz konkret voranzugehen, ganz konkret zu starten. Ne? Vielleicht in einer Selbstständigkeit dann. Ne? Ja, neun Münzen zeigen es ja auch an. Und ja, lass dich da so ein Stück weit auch abenteuerfreudig drauf ein. Es braucht alles seine Zeit, um in Reife, in Entwicklung zu kommen, aber hier wird jetzt auch etwas offenbar und ja, tritt zutage. Startet. Spannend, spannend. Ja, ich wünsche dir eine gesegnete Entwicklung damit. Freue mich, wenn wir uns bald wieder hören und sehen. Und ja, mach gern auch Gebrauch natürlich von den Osteraktionen. 50% Rabatt, Osterrabatt auf alle persönlichen Angebote von Legungen und Gesprächen. Und ja, freue mich, wenn wir uns bald wieder hören und sehen. Freue mich über dein Abo, was völlig kostenlos ist, falls das nicht bekannt ist. Über dein Like, ja, womit du ja hier einfach auch intensiver in Verbindung gehst, ne, die Energie für dich nutzt. Ja, und lass es dir gut gehen. Deine Tara von Tarot Rainbow.